Ja, kleine Startschwierigkeiten. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Too Long to Read. Take This hoch 180. Und ja, ein Industriearchäologe auf der Republika. Ja, was gibt es Naheliegenderes? Aber vielleicht ist das auch gar nicht so weit voneinander entfernt, wenn man allein überlegt, wo seit Jahren die Republika stattfindet, hier in der Station Berlin, ursprünglich als großer Postbahnhof errichtet. Und ich will sie jetzt auch gar nicht so lang mit historischen Fakten belästigen. Nur ein ganz kurzer Parfumsritt hier durch das Areal, damit wir auch verstehen, was eigentlich die Beweggründe und die Ausgangspunkte für dann den eigentlichen Vortragsinhalt sind. Dieses Areal hier, auf dem wir uns befinden, das Areal um das Gleisdreieck, als Berlin begann, sich zur Metropole zu entwickeln, war hier noch freies Feld. Ab 1838 der erste Potsdamer Bahnhof, ab 1841 die Anhalter Bahn. Und hier, das ist im Prinzip das genaue das Gelände, auf dem wir uns heute befinden. Schon fast eine idyllische Situation, die man so gar nicht mit dem heutigen Zentrum Berlins in Verbindung bringt. Und das änderte sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte auch relativ schnell. Bis 1900 entwickelte sich dieses Areal zu einem pulsierenden Verkehrsknoten. Hier symbolisiert durch die 5 Verkehrsebenen am Landwehrkanal. Oder hier auf diesem Luftbild von 1928 quasi ein Meer von Schienen, wie es Egon Erwin Kirsch umschrieb. Oder es noch treffender Josef Roth in seinem Essay Bekenntnis zum Gleisdreieck auf den Punkt brachte. Es ist Mittelpunkt. Alle vitalen Energien des Umkreises haben hier ihren Ursprung und Mündung zugleich. Wie das Herz Ausgangspunkt und Ziel des Blutstroms ist, der durch die Adern des Körpers rauscht, so sieht das Herz eine Welt aus, deren Leben Radriemenschwung und Ohrenschlag, grausamer Hebeltakt und Schrei der Sirene ist. So sieht das Herz der Welt aus, die tausendmal schneller um ihre Achse kreist, als es Tag und Nachtwechsel uns lernen will. Und man kann das sogar so ein bisschen auf die heutige Situation übertreiben, natürlich nur nicht analog, sondern digital. Damals schloss Josef Roth jedoch mit den Worten, schüchtern und verstaubt werden die zukünftigen Gräser zwischen metallenen Schwellen blühen. Die Landschaft bekommt eine eiserne Maske. Wenn man heute über das Areal geht, kann man sich vielleicht nicht ganz so ein kleines Schmunzeln verkneifen. Denn ein Weltkrieg und die deutsche Teilung später sah es hier ganz anders aus. Das ehemalige Bahnareal, quasi exterritoriales Gelände unter der Reichsbahn Ost in West-Berlin, wurde sich selbst überlassen, funktionslos geworden, nachdem es von seinem Verkehrsnetz abgeschnitten wurde, entwickelte sich dieses Areal zu einer quasi sich selbst begrünten Stadtwildnis. Und auch heute noch nach der Transformation in einem Park sind sowohl die großen Zeugnisse wie hier dieser Postbahnhof, als auch die kleinen Zeugnisse, wie hier schüchtern und verstaubt liegende Gleise zwischen den grün blühenden Bäumen im Park. Übrigens heute auch ganz treffend mit so kleinen Schildern gekennzeichnet, Achtung, Gleiswildnis. Ja, Sie sehen also, ein großes Areal umfasst mit den Anhalter und Potsdamer Bahnhof und den ganzen Entitäten, die noch dazwischen lagen, ungefähr 120 Hektar. 180 Jahre Geschichte, quasi vom grünen Feld zum pulsierenden Verkehrsknoten und wieder zurück. Und jetzt kommen Sie relativ frisch von der Uni ans Deutsche Technikmuseum und werden mit der Aufgabe konfrontiert, dieses Areal bauhistorisch, entwicklungshistorisch erforschen zu sollen, zu dürfen. Und dass irgendwie allein die Fläche und wie gesagt die Anzahl auch dieser vielen verschiedenen kleinen Entitäten, Markenkühlheim gesagt, der Postbahnhof, der Gründungsort von Siemens und Halske und die spätere Hauptverwaltung, Ohrenstein und Koppel, ein weiteres Beispiel. Diese ganzen Entitäten eingebettet zwischen den beiden großen Bahnhöfen. Wie erforscht man sowas? Kann man sowas überhaupt en gros erforschen, erfassen? Und ja, wie gesagt,
gerade von der relativ frisch von der Uni, man denkt sich natürlich, Challenge accepted. Und unsere Antwort damals, wie man das bewerkstelligen kann, war die Nutzung eines GIS-Systems. Für diejenigen, die im Zweifelsfall nicht wissen, was das ist, GIS bedeutet Geoinformationssystem und ist im Prinzip ein digitales Tool zur Erzeugung, Verwaltung und Anzeige digitaler, raumbezogener Daten. Wie dann die praktische Arbeit damit aussah, visualisiert diese kleine Grafik so ein bisschen. Einerseits hat man hier im Punkt 1 quasi eine aktuelle Karte, Plan des Areals, wo natürlich nur noch die heutige Situation zu sehen ist und nicht mehr die ganze Entwicklung davor. Aber man hat einzelne Punkte, die man identifizieren kann, die auch mit historischen Plänen übereinstimmen. Die markiert man und über einen Algorithmus wird dann der historische Plan über den aktuellen gelegt. Und in einem weiteren Schritt können Sie das dann noch digitalisieren, indem Sie das in Linien und Polygone umwandeln, welche dann wiederum auch mit zusätzlichen Informationen verknüpft werden können, zum Beispiel Existenzzeiträume. So, und was ich noch vergessen zu erwähnen, ein Aufgabenteil des Ganzen war auch, einen 50-aktigen Bauaktenbestand hier zu diesem Areal mit auszuwerten, in die Forschung mit einfließen zu lassen. Und 50 Bände mal 1 bis 200 Seiten, das ist eine Menge Informationen, die Sie irgendwie verarbeiten müssen. Grundlage waren dann, wie gesagt, historische Pläne. Und die wurden dann auf Basis aktuellen Kartenmaterials einer nach dem anderen georeferenziert, übereinander gelegt. Im Gegensatz zu der normalen historischen Arbeitsweise, nicht vom Anfang zum Ende, sondern vom Ende zum Anfang. Wie gesagt, sonst fehlen Ihnen ganz einfach die Referenzpunkte, an denen Sie das festmachen können. Und dann können Sie darüber zurückgehen bis ins Jahr 1841, 1830, als die ersten Bahnhöfe hier entstanden. Und dann digitalisieren Sie das alles. Und bis zum heutigen Tag sind auf diese Weise ein Datenbestand entstanden, der umfasst 2400 Polygone, nochmal ungefähr doppelt so viele Linienelemente. Es sind schlicht und ergreifend Bahnhöfe. Und diese Daten sind jetzt quasi alle mit entsprechenden Daten, die einzelnen Elemente sind alle mit entsprechenden Datensätzen verknüpft. Das umfasst verschiedene Eigenschaften, was es für ein Gebäude, Bauwerk etc. ist und vor allen Dingen auch von wann bis wann es existiert hat. Und über entsprechende Abfragen können Sie jetzt anhand dieses Datenbestandes quasi die Entwicklung des Areals von 1838 bis heute nachvollziehen. Bevor ich Ihnen das in der Praxis zeige, vielleicht noch so ein paar kleine Einblicke oder Anekdoten aus der Praxis, weil ich sage mal, mir ist kein anderes Projekt bekannt, das auch in der Größenordnung vergleichbares Forschungsanliegen angegangen hat. Und da machen Sie natürlich auch entsprechende Erfahrungswerte. Zum Beispiel, was die Genauigkeit historischer Planunterlagen anbelangt. Wenn ich zum Beispiel so einen großen 1:1000 Plan habe, der so den kompletten Anhalter Güterbahnhof abbildet, an den Rändern, wo auch die ganzen Flurstücksgrenzen noch nachvollziehbar sind, kriegen Sie das georeferenziert so mit 1-2 Metern Toleranz, was für die Anwendung vollkommen in Ordnung ist. So weiter Sie aber ins Gleisfeld reinkommen, desto weniger Georeferenzierungspunkte haben Sie und offensichtlich hat man auch damals dort nicht so genau gemessen, weil die Abweichungen werden ja immer größer und wenn man ganz viel Glück hat, liegen die Gleise dann genau versetzt, sodass Sie das nicht mehr 1:1 abnehmen können. Aber Sie können das dann immer noch schematisch nachvollziehen und entsprechende Veränderungen übernehmen. Wenn Ihnen dann das Programm nicht so einen kleinen Streich spielt, hier zum Beispiel, das ist knapp nördlich der Jörgbrücken, so eine Gleisauffächerung zu den Wagenreinigungsschuppen. Und da wollte ich ein Gleis bearbeiten, verschieben, anpassen. Man fängt das, bewegt es und stellt fest, es passiert nichts. Ja. Das Programm, mit dem ich gearbeitet habe, hat in dem Moment einfach alle Gleise gefangen, beziehungsweise eins von allen, die da drin sind und nicht nur die angezeigt wurden. Dann überlegt man natürlich, was dann darunter liegt und freut sich. Gibt aber dann auch eher lustigere Momente.
Das ist auch nochmal auch im Hintergrund, wie aussagekräftig sind Pläne, wie genau sind sie. Hier ein Planausschnitt von 1930 und Sie sehen in dem roten Gleis ein kleines Gleis, was noch über die Brücken führt. Und in diesem Plan von 1925 ist das nicht drin. Tatsächlich ist es aber so, dass das Gleis erst nachfolgend abgeschnitten wurde. Also der an sich ältere Plan wurde hier durch Nacheintragung ist hier noch aktueller als der eigentlich jüngere Plan. Und es gibt noch Beispiele, da ist es noch wesentlich eindrucksvoller. Allerdings von der Stelle habe ich ein Foto gefunden. Und ich überlasse es jetzt Ihnen, sich zu überlegen, ob und wenn ja, welchen Plan dieser Lokführer kannte. So. So, und was macht man jetzt mit so einem Datenbestand, den man da erzeugt hat, mit dem man die Entwicklung des Areals nachvollziehen kann? Natürlich bildet es einerseits Grundlage für andere, insbesondere eher zielgruppenspezifische Angebote, Anwendungen. Eins, was wir zum Beispiel, was ein Kollege zusammen mit mir gemacht hat, ist so eine GPS-Schnitzeljagd durch die Ladestraße. Oder auch Beisteuerung von Informationen für die Eisenbahnausstellung. Da gibt es so ein, zwei Punkte, wo wir zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite hat man natürlich diesen riesigen Datenbestand. Und den wäre ja quasi Verschwendung, den einfach so auf der Festplatte verstauben zu lassen. Und daher hat sich das Deutsche Technikmuseum zusammen mit dem BZI, das ist ein Kooperationsprojekt zwischen Technikmuseum und HTW, einen kompetenten Anbieter von Softwarelösungen, die Bitgilde, kurz den Namen nochmal, ja, die Universität. Genau, Bitgilde IT. Was ich sagen wollte, dass sich dann das Technikmuseum zusammen mit dem BZI und der Bitgilde IT Solutions überlegt haben, wie kann man diesen Datenbestand so im Sinne eines Open Access der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und klar, also ein ZIP-Ordner als Download-Angebot ist da nicht die optimale Lösung. Und, ne? Genau, und aus einem Ergebnis dieser Zusammenarbeit entstand dann eine Webanwendung, wo wir dann jetzt auch wieder zu dem Too Long Didn't Read kommen, weil wirklich viel zu lesen gibt es an der Stelle nicht. Moment. Nee, das war das Falsche. Ha. Alles gut? So, und diese Anwendung möchte ich Ihnen jetzt in den letzten Minuten noch kurz vorstellen. Moment, ich starte noch mal kurz neu. So. Sie sehen jetzt hier einen Kartenausschnitt von Berlin, quasi das Areal des Gleisdreiecks. Sie kommen hier auch nicht wirklich raus, können sich also nicht verlaufen. Und in dieser Online-Anwendung sind wir gerade dabei, quasi sämtliche Geodaten einzuladen. Und hier. Sie können jetzt hier über das Gelände sich natürlich wie in jeder normalen Kartenanwendung reinzoomen. Und das Besondere an der Stelle ist jetzt allerdings hier unten dieser Schiebebalken, mit dem Sie quasi, ne, durch die Geschichte des Areals sliden können und dabei die Entwicklung nachvollziehen, ohne quasi einen Buchstaben lesen zu müssen. Wenn wir das einfach mal der Reihe nach von 1885, 1880, hier der Dresdner Bahnhof, der dann später entfällt und durch das Gleisdreieck ersetzt wird. Später kommt dann ab 1910 bis 1913 der Postbahnhof, in dem wir uns heute befinden, dazu.
Das Gleisdreieck wird umgebaut, Pop-up-Meldungen tauchen auf. Und ja, das ist also das Hauptfeature, das hier die Geschichte des Areals nachvollziehbar macht. Jetzt sind natürlich allein diese Plankartendaten in 2D nicht jedermanns Sache und auch nicht selbsterklärend. Und selbst wenn man die Namensanzeige einzelner Objekten helfen nicht wirklich weiter, aber es werden dazu auch noch über Points of Interest Bilder mit eingebunden, die dann auch zeitabhängig mit dargestellt werden, auch entsprechend der Zoom-Stufe dargestellt werden, sprich sind es große Panoramaaufnahmen, ist es irgendwo ein interessantes kleines Detail, was eine Maschine oder so zeigt, die hier mit die Kartendaten weiter kontextualisieren. Sie sehen, hier tauchen jetzt noch weitere auf, zum Beispiel hier, wenn wir gerade in der Station sind, die Verladehalle, die in dem Zustand ungefähr von 1913 bis 1929 existierte, oder hier die Eingangsparkkammer. Es gibt auch ein Bild von dieser Halle, dummerweise habe ich da keine Rechte dran, aber auf dem könnten Sie dann sehen, dass zum Beispiel hier hinten ein Gleis in die Halle führte, Puffer an Puffer, die Packwagen standen und praktisch genau hinter mir eine große Paketsortieranlage. Weiterhin können Sie auch so als kleine Features verschiedene Hintergrundkarten wählen, um auch den Objektstand vielleicht mit heute zu vergleichen und zu sehen, wie hat sich das entwickelt. Dann ein besonderes Feature sind auch noch diese zwei Punkte. Wie gesagt, wenn Sie eine Bauakte haben und dann ein Objekt ist, im Idealfall haben Sie dann einen Antrag auf Baugenehmigung, die Bauerlaubnis, Anzeige des Baubeginns, Anzeige der Rohbaufertigstellung plus Rohbauabnahme und Gebrauchsabnahme. Und wenn es ganz gut läuft, haben Sie auch noch den Nachweis für den Abbruch. Dann haben Sie im Prinzip Anfang und Ende zwei Werte, passt. Ganz viele Objekte ist es allerdings so, haben Sie einen Plan, das ist nicht da. Im nächsten Plan taucht es als hohles Rechteck auf, bleibt ein paar Jahre da, lässt sich nachvollziehen, verschwindet dann wieder. Da kommen Sie mit zwei Werten nicht zurecht, weil einfach die Toleranzzeiten, wo Sie nicht wissen, ist es da, ist es noch nicht da, ist es schon da, nicht ausreichen. Und darum ist hier auch die Zeiterfassung auf insgesamt vier Werte aufgespalten, sprich noch kein Nachweis, erster Nachweis, letzter Nachweis und nicht mehr nachweisbar. Und um quasi nochmal so eine im Sinne einer Quellenkritik. Und das lässt sich eben hier dann nochmal anzeigen, welche Objekte sind eventuell schon da, obwohl sie nicht wirklich nachgewiesen sind, oder welche sind vielleicht schon verschwunden, wo man einfach das Abbruchdatum nicht kennt. Es gibt dann auch noch verschiedene Abfrageformen, da sind wir auch gerade dabei, noch zusätzliche zu implementieren. Zum Beispiel einmal die Nutzungsstruktur. Wo befand sich was? Die Aufteilung zwischen Güter- und Personenverkehr in den Bahnhöfen, die sich über die drei Bahnhöfe, sprich Anhalter, Potsdam und der spätere Dresdner Bahnhof noch aufteilt. Es gibt eine Suchfunktion. Schreiben können muss man. So. Wo Sie dann auch speziell nach einzelnen Sachen recherchieren können. Und eine Feedbacks-Funktion im Sinne des Open Science, dass Sie auch Leute einladen können, noch, wenn Sie aus Familienalben noch alte Fotos von dem Areal haben, dass Sie zur Verfügung stellen können, oder wenn Sie noch was wissen, dass Sie mit uns in Kontakt treten können und wir das dann auch in diese Datenbank und in den Bestand mit aufnehmen. Ja, ansonsten wäre ich mit meinem Vortrag zu Ende, und wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Also ich bin seit Mitte 2012 am Technikmuseum, arbeite seitdem auch an dem Projekt, aber nicht Vollzeit. Wie gesagt, ich bin ja im Technikmuseum angestellt, arbeite für dieses Kooperationsprojekt mit der HTW, das Berliner Zentrum Industriekultur. Und da sind noch ganz viele andere Aufgaben. Also wenn es hochkommt, vielleicht ein Viertel der Zeit, wo man wirklich dann auch hier an der Recherche und der digitalen Aufbereitung gearbeitet hat.
Hallo. Wie viel Material ist denn da noch nicht archiviert oder noch nicht eingearbeitet worden? Soll ich es nochmal wiederholen? Ich wiederhole nochmal. Danke. Wie viel Material ist noch nicht eingearbeitet worden? Wie viel haben Sie noch vor sich? Wie viele Jahre? Weil es ist ja ein tolles Projekt auf jeden Fall. Das ist relativ. Es gibt an verschiedenen, wie gesagt, das ganze Areal setzt sich zusammen aus ganz verschiedenen Entitäten. Die verschiedenen Bahnhöfe, Gesellschaften, Unternehmen. Und da gibt es auf jeden Fall noch ein riesiges Potenzial. Was jetzt hier auch Ziel im Laufe des Jahres ist, ist die Daten nochmal so redaktionell zu bearbeiten, dass sie quasi vom Anfang bis Ende konsequent durchlaufen, dass die Nachweise alle stimmen etc. Und dass man dann im Anschluss, ich sag mal, nach Gelegenheit, nach Möglichkeit das noch ergänzt. Und wie gesagt, Potenziale sind vielleicht nur ein Beispiel, weil sie, das illustriert das vielleicht nochmal ganz schön. Hier unten, das ist der Wagenreinigungsschuppen von 1898 und darüber hat eine Studentin der BTU Cottbus eine eigene Masterarbeit geschrieben und ein Gebäude. Eine Frage, weil Sie ursprünglich oder anfangs sagten, ein GIS oder das GIS-System hätte sich eigenartig verhalten. Womit haben Sie denn die Daten erfasst und wie werden die Daten gehalten? Ich nutze QGIS. Okay. Der Fehler, meine ich, ist aber nur unter 2.0 aufgetreten. Ich glaube, bei der dritten hat man das jetzt korrigiert. Ich bin nur noch nicht komplett umgestiegen. Okay. Und wie gesagt, das Problem wäre einfach, dass beim Bearbeiten ist auch Linien, Polygone etc. denn die Punkte gefangen hat, obwohl sie nicht eingeblendet waren. Okay, also QGIS Open Source Software. Hm? Open Source. Ja. Mhm. Und weil Sie noch fragten, abgelegt hier, beziehungsweise im Museum sind die Daten als Shapefiles, werden aber bei dem Import in die Webanwendung, ich meine als GeoJSON-Datenbank umgewandelt und dann hier dargestellt. Okay. Ja? Ja, cooles Projekt. Meine Frage wäre, wie viel Arbeit ist die eigentliche Aufnahme und eigentliche Aufbereitung der Daten und wie viel Arbeit ist es dann, diese Benutzeroberfläche, das Webinterface aufzubauen? Also wie lange braucht man bis zum ZIP-Ordner und wie lange braucht man bis zur Webseite? Und darauf folgend dann, würdet ihr sowas wie das Framework jetzt für diese Webseite auch zur Verfügung stellen, dass wenn ich ein Projekt habe, was auch GIS-Daten benutzt, dass ich da einfach sozusagen das nutzen kann oder ist sowas nicht geplant? Ich würde es also in zwei Bereiche unterteilen. Das eine ist die Nutzung von GIS als Forschungswerkzeug, was es ursprünglich auch gedacht war. Da hat es seine Erwartungen erfüllt. Also das hat funktioniert. Gerade bei den Polygonen lief es sogar besser als gedacht. Ich hatte vorhin schon das Beispiel gemacht, wenn man viele parallele Gleisstrukturen hat, die nicht ganz so genau georeferenziert werden können, wird es ein bisschen tricky. Also ich sag mal, so einen Leipziger Hauptbahnhof würde ich nicht bearbeiten wollen. Aber für Industrieanlagen, wo man dann vielleicht auch hauptsächlich mit Polygonen arbeitet oder auch andere Sachen, da funktioniert das sehr gut. Und ja, die Aufbereitung für die Webanwendung. Das sind auch nochmal zwei Bereiche. Einmal so eher ordinäre Sachen, Tippfehler bei Objektbezeichnungen, das Allgemeine, wo Sie einfach nochmal drüber schauen müssen, dass da alles stimmt. Das andere ist, wie gesagt, teilweise haben Sie wirklich minutiös, Gebäude entsteht, Gebäude verschwindet. Teilweise haben Sie auch relativ große Pufferzeiten. Und wir haben das hier in dem Fall so gelöst, dass quasi Objekte auftauchen, wenn sie das erste Mal nachweisbar sind, entweder durch Bauakte oder durch Auftauchen einem Plan und dann so lange angezeigt werden, bis sie nachweislich verschwunden sind. Das heißt, hinten dran ist dieser Unsicherheitszeitraum dann noch so dargestellt, als wäre es da, wo man es nicht genau sagen kann. Das ist einfach notwendig, damit die Anwendung, wenn man es hier so darstellt, gut funktioniert, weil sonst entstehen große Lücken. Und wie gesagt, man kann sich ja noch anzeigen lassen, wenn man es genau wissen will, über die
Objekte mit unbeschnittenen Demoset anzeigen etc. Problematisch wird es dann, wenn Sie Zustand A haben, Zustand B, also zwei Pläne, und dann wissen, das Gebäude, was da drin steht, wurde in der Zwischenzeit gebaut, aber keine weitere Information über das Umfeld. Und da geht es dann schon, wenn Sie das wirklich für eine Webanwendung aufbereiten wollen, so ein Rekonstrukt, schon in Rekonstruktion rein. Was ist die wahrscheinlichste Variante, dass es funktioniert hat? Und das müssen Sie natürlich dann auch wieder in den Daten, die den einzelnen Objekten zugeordnet sind, mit eintragen, um das auch nachvollziehbar machen zu können, im Sinne einer wissenschaftlichen Genauigkeit. Und ansonsten die letzte Frage. Kann ich mich gern kundig machen, inwieweit das, die Software auch im Zweifelsfall für andere zur Verfügung steht? Wie gesagt, QGIS selbst ist ja Open Source, und die Webanwendung, können Sie gerne nochmal zu mir kommen, und mache ich mich kundig. Genau, also weitere detaillierte Fragen könnt ihr euch gleich an Nico wenden. Erstmal danke, Nico, für das Vorstellen dieses sehr spannenden Projektes. Ne? Applaus für Nico. Yeah.